Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado und dem LU Tiger Farm. Hallo! Hallo! Servus! So, ich wollte eigentlich noch was fragen, aber ich habe es glaube ich vergessen. Soll ich jetzt erstmal meinen Channel hochgehen? Ich wollte eigentlich was Allgemeines fragen, aber wie gesagt, ich habe vergessen, um was es ging. Aber wir können schon mal starten. Okay. Falls es mir einfällt, dann komme ich wieder zu Ihnen, Herr Mikado. Okay, dann bis später. Bis später. Viel Spaß. Danke. So, hallo, Tiger Farm. Wir sehen Gras. Genau. Ich würde Ihnen mal sagen, Sie können als erstes mal Ihre Wollpalette abholen. Beziehungsweise bringen Sie doch, muss mal gerade gucken. Das haben wir hier. Haben Sie eine Sämaschine? Ja, oder? Ja, habe ich. Dann bringen Sie doch mal Direktsaat. Nein. Aber müsste trotzdem gehen. Ich sage Robert. Welches Feld? Feld 1? Nee. Also Sie wollten doch, dass ich eine Sämaschine mitbringe. Ja, für Feld 1. Ja. Und das Feld 1 gehört Robert? Ja, ne? Abgeerntet. Haben Sie wirklich keine Direktsaat? Welche Sämaschine haben Sie denn? Ich habe die erste Förderstate. Oder wie heißt. Okay. Förderstadt. Ja. Dann gucke ich mal gerade. Dann, Moment. Ich kann es ja sonst mal ausprobieren. Dann kommen Sie einfach mit Ihrem Traktor vorbei und mähen einfach mal mein Gras hier. Um Feld 1 rum. Einfach alles drüber mähen. Also doch kein Frontlader. Den können Sie mitnehmen und am Ende vielleicht noch Ihre Wollpalette mit zurücknehmen. Das funktioniert ja eigentlich alles als Kombi. Können ja bei mir den Frontlader dann kurz unterstellen. Bitte auch mit Schwader. Wobei, nee, völliger Schwachsinn. Sind Sie schon unterwegs? Nein, noch nicht. Okay, kommen Sie nur mit dem Traktor. Okay. Schwader und Mähwerk können Sie von mir haben. Ja, ich komme dann auch mit dem Frontlader. Ja, genau. Dann können Sie am Ende Ihre Wollpalette mitnehmen. Aber ich brauche noch einen Palettensäbel. Also gar keine, achso, nur Schaufel haben Sie. Ja. Oh, ja. So, wir machen hier weiter mit der Sojaernte. Haben wir ja zum Glück gleich geschafft. Und eigentlich müsste auf Feld 7 der Helfer auch bald fertig sein. Bald. Ja, kurze Zeit. Ja. Wir könnten dann noch schauen, ob wir vielleicht. Nee, Soja stand ja im Preis nicht gut. Das heißt, das Soja behalten wir. Ja. Sie haben ja einen leistungsstarken Traktor, soweit ich weiß. Ja. Da können Sie ruhig dann vorne das Mähwerk, die Butterfly-Mähwerk dran machen. Ja. Und hinten den Schwader. Das wäre optimal. Ja, mal sehen, ob ich das hinkriege. Alles geht. Da vollstes Vertrauen in Sie. Das weiß ich, dass Sie volles Vertrauen in mir haben. So, und dann hätte ich hier, das ist eine Direktsaat. Jawohl, so muss das sein. So. Über. Ja. Genau, der fährt jetzt die letzte Reihe. Dann können wir auch selber fahren kurz. Und dann haben wir hier Gras angesät. Gehört Ihnen hier das Gewicht, was hier steht? Wo? Beim Händler. Nee. Ich hatte, glaube ich, noch kein Gewicht gekauft. Soweit ich weiß, gehört das zu Mikado. Okay. Dann weiß ich Bescheid.
verschoben. Dann komme ich jetzt zu ihnen runter. Jetzt erst. Yeah. Ich muss ja noch die auf, die Palettenhabe kaufen. Ach so. Okay. Ich habe mich auch beeilt. Ja, das wollte ich nicht bezweifeln. Hatte mich nur gewundert. Ach so, warte mal, dieses Teil müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Gucken mal, ob wir den vorne dran kriegen. Müsste eigentlich funktionieren. Ja. Okay, sieht zwar etwas seltsam aus, so ein kleiner Rambock hier vorne dran. Ein Tiefenlocker vorne mit dran. Ich glaube, das, achso, sie fahren nur, ne? Ja, ja. Achso, das ist okay. Müsste aber auch gehen. Ja, das geht, aber wenn man dann arbeiten will, dann geht das nicht. Ah, okay. Ach. Ich benutze es jetzt gerade nur für den Transport. Das ist gut. Müssen sich leider das Mähwerk etwas zusammensuchen. Es liegt auf meinem Hof. Okay. Was war das denn? Machen Sie doch einfach das Mähwerk vorne und hinten dran, weil einen Schwarter besitze ich nicht. Oh. Da habe ich mal wieder nichts gedacht. Oh. Dürfte ich mir dann Ihren Schwarter ausleihen? Ja. Oder, geht doch ganz einfach. Umfeld 1? Umfeld 1 rum, ja. Hier pflanzen wir natürlich kein Gras an, sondern mal das hier. Achtung! So. Ah, jetzt. So. Dann werden wir uns halt noch einen Schwader mieten müssen. Oder beziehungsweise müssen wir mal schauen, was uns der kostet. Ja, ich vermute mal, dass wir nicht so viel Geld haben. Sie wollten doch von mir den mieten. Ah! Jetzt habe ich was Elementares vergessen. Aber wir haben ein bisschen Zeit. Der Drescher ist noch nicht. Der muss gewartet werden. Ja. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Nicht so weit an den Rand fahren, sonst kann ich das nachher nicht aufsammeln. Ja. Ich denke, das können wir noch ein bisschen schieben. Hier, das, die Wartungsarbeiten. Ja. Wie viel Prozent hat das denn? Der Drescher hat jetzt 30. Ah, das geht ja noch. Ja, wie gesagt, der steht ja jetzt erstmal ein bisschen rum. Daher ist es auch nicht ganz so wichtig. So, wichtig ist eher, dass die Maschinen hier alle arbeiten. Lohnunternehmer am Start, Helfer am Start. So muss das sein. Das ist perfekt. Ja, perfekt wäre noch ein Helfer. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich den noch machen lassen kann. So, wir könnten mal noch kurz gucken. Sojapreis. 1700. Ne, der muss über 2000 sein. Also vorher verkaufen wir das nicht. Da bunkern wir das lieber mal ein. So, und ich vermute wirklich, dass der Weizenpreis noch über 800 steigt. Dann haben wir einen kleinen Bock geschossen. Ist er gerade steigend? Wie bitte? Ist der Preis gerade steigend? Ja, der ist knapp bei 800. Also und haben Sie vorher verkauft? Ich habe 40.000 vorher verkauft, ja. Für wie viel? 800 glatt. Oh. Ja, aber 800 ist eigentlich auch gut. Ja.
So, ich kümmere mich mal kurz nochmal um unsere Schäfchen. Viele Schafe, viel Nahrung. So ist das halt. Ja, da gehen locker noch 20.000 rein. Ja. Locker, locker, locker. Ja, sie haben nämlich die neueste Entwicklung gar nicht mitgekriegt. Wir haben nochmal 20 Schafe mehr dazu bekommen. Das ist schön. Das bedeutet, dass wir ungefähr ziemlich genau 60 Schafe haben. Ja. Und somit nur noch 20 fehlen für das erste Ziel. Beziehungsweise wir relativ schnell Wolle produzieren. Und die Schafe reproduzieren sich ja auch. Genau. Das kommt ja auch noch hinzu, genau. Hier oben am Feld können sie auch noch mal langfahren, ne? Bis zur Straße. Ja, okay. Zumindest die Schafe schon mal wieder gut versorgt. Das da auch reicht dann wieder 10 Tage, glaube ich, gell? Ja. Ja, da hinten brauchen sie nicht rumfahren. Und vielleicht an der linken Feldseite noch mal gucken, ob da noch was geht. Ja, hier ist ja noch ein bisschen Zwischenfläche. Die wollen ja, dass möglichst alles mitgenommen wird. Natürlich, also. Krasses Geld. Und Silageballen noch viel mehr. Das stimmt. Reise gefahren. Ja, da kann ich wieder nicht aufsammeln. Wir müssen einfach gucken, dass wir so viel wie möglich Gras und Silage machen. Und dann ist auch das Geld kein Problem. Soll ich dann beim Hof auch nochmal mähen? Ja, natürlich. Aber da hinten können sie auch gerade nochmal rumfahren. Da müsste auch noch Grasfläche sein, die mähbar ist. Bestimmt. Ja, ein bisschen was auf jeden Fall. Da, an der Grenze. Boah. Was soll's. Einfach alles mitnehmen. Und ja, hinten bei den Schafen und um die Betonfläche rum. Ja. So. Gut, Gras ist angepflanzt. Hier die Gerste ist eigentlich auch schon am Anpflanzen. Eigentlich ist es ein bisschen doof. Eigentlich hätte man das noch nicht machen sollen, fällt mir jetzt gerade ein. Was? Warum? Na, ich hätte erst noch mal was anpflanzen sollen, was uns Geld bringt. Zum Beispiel Sonja-Blümchen. Genau. Aber davon haben wir ja schon 20.000. Gut, das ist ja jetzt nicht so viel. Große Nachfrage bei Acroma. Was wollen die denn haben? Bestimmt Gras oder sowas. Es
Hafer, glaube ich, schon wieder. Oh. Nee, kann nicht sein. Moment. Da habe ich mich, glaube ich, verguckt. Muss ich gleich nochmal Lucky Lucky machen. So, hier. Tut mir, glaube ich, voll. Los. So, voll. Dann ballern wir das mal bei den Schafen rein. So, jetzt Akroma. Das wird gar nicht angezeigt. Also zumindest nicht blau markiert. Roma steht gar nichts. Oh, das hat nicht mal alles reingepasst. Ich dachte, das passt alles rein. Ja, stimmt, das ist verkehrt. Komisch. So, dann schmeiße ich das Gras da einfach wieder hin. Wenn Sie nachher die Palette nehmen, dann nehmen Sie bitte die einzelne, die hinten dran steht. Ja. Da ist halt immer noch Gras drin. Warum hat er denn das jetzt nicht ausgeladen? Keine Ahnung. So, dann haben wir da gleich noch ein bisschen Wasserchen rein. Hier auf dieser Ecke habe ich schon gemäht. Da brauchen sie nicht mal. Ja. Gerade auf der anderen Seite von der Bettungsfläche. Bei mir hier war wichtig. Ja, hier. Ja, hab und dann. Genau. Die erste Abrechnung. Was kostet das? Lass mich auf meinen schlauen Zettel gucken. 900. Plus ein paar tausend. Okay. Minus heute gemacht. Naja, die Anschaffung hier, aber die war halt teuer. Aber hier ist jetzt alles versorgt zu Sauberkeit 100, Wasser voll, Gras, Heu voll, Reproduktionsrate 16 Stunden. So muss das. Ich gehe noch mal kurz das Wasserfass auffüllen. So, aufgrund der gemeinten Tat meiner Wenigkeit hat sich die Presse natürlich für die Übergabe der Wollladung angekündigt. Also dann müssen wir wieder ein bisschen parat stehen, um ein Foto zu schießen. Das kriegen wir, wie immer hin. Na, ist ja mit Ihnen sehr unkompliziert. Ja. Dann können Sie schon mal die Arbeit einstellen und sich die das Mehrwerk wegstellen und die Palette holen. Okay. Lass mal das in die Zeit reinkriegen. Oh, ich sitze im Boot. Oh oh. Nein. Okay. Wo komme ich denn jetzt dahin? Schafe besuchen. Ja. Haben Sie die Palette schon aufgenommen? Nein, noch nicht. Ich bin erst beim Mehlweg abstellen. Oh, warum ist da denn ein Zaun? Was soll denn das?
Nein, ich hänge fest. So, welche soll ich nehmen? Ja. Dann hat sich das erledigt. Moment. Die hier bitte. Die hintere. Ohne, okay. Ohne die anderen zu verschieben, wenn nach Möglichkeit. Probier's. So, ich hole mal gerade hier. Hallöchen. Hallo? Was? Frontlader etwas nach oben. Wir machen hier gerade übrigens mit unter Aufsicht der Presse die Übergabe des Wollballens. Ah ja. Wenn Sie mal hier auch vorbeikommen wollen. Achso, Sie können ja gar nicht. Ich gebe Ihnen mal kurz hier Lohnunternehmer, jawohl. Dann können Sie zu meiner Schafweide switchen. Ach, ich bin jetzt einfach zu einem Korn geswitcht. Können Sie gerade mal, Herr Tigerfarm, können Sie gerade mal noch ein bisschen hier rüberfahren? Richtung Schafstall. So? Ja, und jetzt zu mir, nach vorne, genau, kommen Sie her. Stopp, ein bisschen zurück. Und einen Ballen mal schön hochheben, dass man das hier richtig schön draufkriegt. Ah, ihr so nicht. Also, ja, so ungefähr. Passen Sie schon auf, also ich möchte hier... Es gibt ja negative Presse, wenn sie hier umfallen bei mir. Hallo? Gehen Sie mal weg mit der Säge hier. Ja, weil sie Stress. Ja, schön vorsichtig. Nein, ein bisschen weiter nach links von Ihnen. Ja, doch ein bisschen weiter nach links. Ja, jetzt, ja, perfekt. Ja, bisschen nach oben und dann zurücksetzen nochmal. Ja. Rücksetzen, nein, noch nicht nach oben, sonst knallen sie gegen die Decke. So? Genau, perfekt. Ja, so sieht schon gut aus. Vielleicht die Palette noch ein bisschen gerade. So, den Rest Paletten nehme ich dann. Ja, genau. Noch ein bisschen hoch. Oh, wie viele Paletten hast du denn hier schon? Ja, genau so. Gut. Dann machen wir hier gerade mal einen Schnappschuss. Würden Sie mal bitte aus dem Bild gehen, Herr Mikado? Vielen Dank. Herr Tigerfarm, Sie können gerne im Traktor sitzen bleiben und mal einen schönen Daumen zeigen, ja, damit es auch schön aussieht, ja. So, den Bericht können Sie morgen in der Zeitung lesen. Ja, werde ich. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder alles. Am besten. Und genau. Und bis dann. Ciao. Ciao.